Morgens 7:30 in Schweden, 11 Grad, die Luft ist klar, der Himmel bedeckt. Dietmar und ich sind heute früh aufgestanden und losgefahren, weil wir nämlich heute um, ich glaube, 13 Uhr eine Fähre nach Finnland erwischen wollen. Und da heißt es um 12 Uhr da sein und einen Kaffee wollen wir vielleicht auch noch irgendwo trinken. Also sind wir schon on the road. Willkommen zu Tag Nummer 8 von Europe by Bike. Ja, guten Morgen auch von mir. A92, die Querverbindung von West nach Ost. Einmal quer durch Schweden brettern wir hier. Bisschen langweilig, also es ist wirklich nichts da. Keine Cafés, kein gar nichts, außer ganz viele Fischanlegestellen. Also wer gerne angeln geht, der sollte hier mal runterknattern. Ansonsten erinnert das echt so ein bisschen an so eine Route 66 quer durch Amerika. Aber es ist auf jeden Fall warm, mittlerweile 17,5 Grad. Als wir losgefahren sind, heute Morgen waren es noch 10 Grad, das war bitterkalt, aber jetzt wird es richtig schön mollig. Und dann sind wir auch bald bei der Fähre und dann melden wir uns wieder. Bis dann. Achtung, Show-Einlage. Wir haben ja immer noch keinen Elch gesehen und jetzt haben wir auch noch die Elchfarm verpasst. Sehr blöd. Deshalb eine musikalische Show-Einlage an dieser Stelle. No elk today, we have to go away. No longer we can stay, that's all that we can say. Jetzt sind wir dann mal endlich angekommen hier in Umea und fahren ja, die letzte Viertelstunde schon eigentlich die ganze Zeit Richtung Fähre. Die kommt aber irgendwie nicht. Also Umea scheint mir doch eine große Stadt zu sein. Universität gibt es hier auch, sind wir eben dann vorbeigefahren. Und Umea ist übrigens auch zugleich der nördlichste Punkt unserer Reise. So, da sind wir auch schon. Vasalein. Check-in. So, wir sind jetzt hier an der Fähre, rechtzeitig, um nicht zu sagen, fast ein bisschen früh, da drüben kommt sie nämlich gerade. Salve! Jetzt geht's in den dunklen Schlund. Wo ist Markus? Ach da. Ist immer so ein bisschen gruselig, finde ich, so eine Fahrt in eine Fähre. Aber so groß ist sie gar nicht. Ich hätte mir die viel größer vorgestellt. Lustigerweise fährt die übrigens heute nur einmal. Heute ist eigentlich auch Sonntag. Ich weiß nicht, wie oft die sonst fährt, aber wenn wir die heute nicht bekommen hätten, hätten wir erst morgen um 18 Uhr weiterfahren können. Oh, das sieht doch gut aus hier. So. So, wir sind längst fertig. Es geht nicht los. Die starten jetzt die Maschine. Los, die liegen alles. So, Fähre abgelegt. Kapitän stellt das Gelaber ein. Jetzt geht's los auf die Ostsee. Ja Leute, so eine dreistündige oder dreieinhalbstündige Schiffsfahrt, da macht selbst noch Markus schlapp. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was der für Geräusche von sich gibt. Naja, hört ihr ja selbst hier im Hintergrund. Junge. Gleich geht's runter von der Fähre und wir befahren finnischen Boden. Und ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi doch noch nicht so richtig. Bin ja mal gespannt, ob man da gleich noch irgendeinen Einreisestress hat. Weil ihr wisst ja, der Schwede an sich gilt ja als öffentliches Verkehrsmittel. Hi. Hey. Have you Corona certificate? Yes. About that. Yeah. And how many times? Two times. Yeah. Wie geht's denn? Hä? Ja, sehr. On two. Okay. Thank you. Welcome.
Leute, es ist mal wieder soweit, es gibt was zu berichten. Wir waren eben in diesem super Supermarkt einkaufen, weil wir natürlich wieder campen wollen heute. Und natürlich habe ich mir diverse leckere Sachen gekauft. Unter anderem dieses, keine Ahnung, Honigbier, Honungsöl, was hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ein Loch hat. Und ich habe natürlich alle Einkäufe in meinem Helm raustransportiert, was dazu führte, dass ich auf meinem Helm sprudelte, bis hier hoch. Der fleißige Dietmar macht den jetzt schön ein bisschen sauber. Ja, aber so richtig sauber wird er nicht. Der ist innen quasi jetzt getränkt mit Bier. Ich werde also an jeder Verkehrskontrolle mit Sicherheit einen spitzen Eindruck machen. Yippie-i-ei! Meine anderen. Backe, läuft hier bei uns. Ja, kurz vor 20 Uhr. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wir sind jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde südlich von Vaasa. Und ja, wie gefällt mir Finnland bisher? Super gut, muss ich sagen. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Aber es wirkt irgendwie sehr einladend. Man kann jetzt auch endlich wieder einen Euro bezahlen. In Norwegen und Schweden geht das ja nicht. Die haben ja ihre blöden Kronen. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Ich habe nämlich 10.000 Euro in bar mit. Psst, nicht weiter sagen. Und jetzt kann ich die endlich auf den Kopf hauen hier. Habe ich eben auch schon gemacht im Supermarkt. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich habe es im Urin, Leute. Ich habe es im Urin. Ich glaube, wir werden in Finnland Elche sehen. Oder zumindest ich halte die Augen offen. Wir suchen uns jetzt einen Platz zum Campen. Guckt euch das Wetter an. Da kann man ja wohl mal wild campen. Und dann gibt es da nochmal eine kleine Guten Abend-Geschichte von Markus und mir. Bis gleich. So, der Abendbrottisch ist gedeckt. Würstchen sind auch noch da. Guten Appetit. Ja, liebe Leute. Fazit des Tages. Wir sind jetzt hier in Was für ein Tag denn? Was für ein Tag? Ha? Ha? Ja, der 8. Wir sind in Finnland in Jarvo an einem See. Hinter uns seht ihr gerade die Sonne untergehen. Da haben eben auch noch Menschen gebadet. Hier kam eben eine Entenfamilie vorbei. Und jetzt drehen wir uns mal ein bisschen. Und dann seht ihr, da steht unser Zelt. Da übernachten wir. Cool, ne? Total. Wahnsinn. Und wisst ihr was? Hört mal genau. Ihr hört nichts. Es ist so still hier. Es ist einfach schön. So, Markus, was war heute dein Highlight? Mein Highlight war, wir waren eben noch einkaufen. Ja. Ich weiß, was du Abendbrot kaufen, ja. Bier. Mhm. Ich habe das alles, weil ich keinen Beutel hatte, habe ich das alles in meinen Helm gestopft und zum Motorrad getragen. Mhm. Und dann fing ich an, das so einzuladen und gucke zu meinem Helm und dann kommt so eine Fontäne aus meinem Helm. Voll eklig. Ist so eine Bierdose aufgegangen. Und jetzt riecht mein Helm nach Honigbier. Aber so riecht's gut. Du hast irgendwie. Und dabei kam mir dann natürlich gleich eine Geschäftsidee. Oh ne, die erzählst du jetzt aber nicht. Das dauert zu lange. Oder? Möchtest du es gerne erzählen? Jetzt wollen die Leute das wissen. Deine Geschäftsidee. Traue ich mir nicht. Doch, sag mal. Nein, ist auch egal, habe ich sowieso irgendwo heute unterwegs schon erzählt, glaube ich. Okay, na gut. Ja. Und was ansonsten noch irgendein Highlight? Nö. Das explodierende Bier. Das war das schönste Erlebnis meines Tages. Okay, alles klar. Ja, ich kann das irgendwie gar nicht so genau sagen. Also wir heute war eigentlich nicht so viel los. Nee. Wir sind sehr früh losgefahren. Ja. Haben sehr lange keinen Kaffee gefunden, ja. Dann an der Tanke den leckersten Kaffee unseres Lebens genossen. Oh. Und dann rumpelt die Katze, waren wir auch schon bei der Fähre. Eigentlich ist heute so viel nicht passiert. Das stimmt. Aber wir sind ja auch irgendwie 5,5 Stunden Fähre gefahren. Genau, das war eigentlich das Highlight, die Fähre. Das war eigentlich ein relativ entspannter Tag, wenn man so will. Ja, sehr entspannt. Eigentlich mal nicht so viel Motorrad fahren. Und jetzt gehen wir gleich ins Bett. Scheiß Motorrad fahren. Genau. Ja. Und morgen fahren wir dann Richtung Süden. Also Leute, macht's gut, schlaf gut. Wir grüßen euch aus Finnland in aller Ruhe. Und dann auch tschüss.